Bereits im letzten Jahr habe ich jeweils ein Video für und ein Video gegen das iPhone 10 gemacht, um damit vielleicht auch Nutzern zu helfen, sich für dieses oder gegen dieses Gerät zu entscheiden. Und dieses Jahr ist es ja mit dem iPhone 10s und 10s Max so, dass die Unterschiede noch ein bisschen geringer sind als iPhones grundsätzlich mit dem S-Update. Und dementsprechend denke ich, dass das ganz gut ist, hier nochmal sich die Gründe für oder gegen das Gerät anzuschauen. Und wir beginnen einfach mal mit den Gründen für ein iPhone 10s oder 10s Max. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Beginnen wir mit dem ersten Grund, und zwar mit den Speicherkapazitäten. Wir haben hier nämlich bis 512 GB, und wenn man ein iPhone mit sehr viel Speicher braucht, weil man viele Fotos macht, Filme auf seinem Gerät speichert, Hörbücher oder sehr viele Apps hat, dann ist das mit Sicherheit sehr praktisch und ein Grund für das neue iPhone 10s oder 10s Max. Machen wir weiter mit dem größeren Display. Das bezieht sich jetzt natürlich auf das iPhone 10s Max. Dieses hat ein 6,5 Zoll OLED-Panel und ist dementsprechend nochmal ein ganz schönes Stückchen größer als das 5,8 Zoll OLED iPhone 10 und 10s. Und wenn man gerne Filme auf dem Gerät schaut oder grundsätzlich große Hände hat oder sozusagen sein Smartphone und Tablet in einem Gerät haben möchte, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Argument für dieses größere iPhone 10s Max. Der Prozessor hat in den neuen iPhones ebenfalls ein Update bekommen. Dieser heißt jetzt A12 Bionic und hat eben eine Leistungssteigerung, die eben dafür sorgt, dass das Gerät insgesamt flüssiger wird, dass Spiele oder anspruchsvolle Apps besser und flüssiger laufen. Natürlich ist der Unterschied nicht so enorm, aber trotzdem, wenn man sehr anspruchsvolle Dinge mit diesem Gerät machen möchte über längere Jahre, dann ist dieser Prozessor auf jeden Fall ein Argument für das neue iPhone. Auch die Kamera hat ein Update bekommen, zwar meiner Meinung nach nicht so ein großes, wie es hätte sein können, aber die Kamera verarbeitet jetzt Bilder mit Smart HDR und ist in der Lage, bessere Farben darzustellen. Und es ist auch möglich, nachträglich die Blende zu verändern, was sehr praktisch ist. Und dementsprechend ist diese Kamera auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne gegangen, im Gegensatz zum Vorgängermodell. Der nächste Grund für das neue iPhone 10s oder 10s Max ist die eSIM bzw. die Dual-SIM, die ich persönlich schon sehr praktisch finde, wenn man eben sein Gerät geschäftlich und privat nutzt. Dann muss man nicht mehr zwei Geräte nutzen, sondern kann ganz einfach per eSIM sozusagen eine zweite Nummer mit dem gleichen Gerät nutzen. Und das finde ich persönlich richtig cool, wenn man eben keine zwei iPhones oder keine zwei Smartphones nutzen möchte, alles lieber an einem Platz hat, dann ist das ein sehr cooles Feature, was natürlich Android-Geräte schon ewig haben zum Teil, aber eben jetzt auch mit einem iPhone ohne Probleme möglich ist. Ein wichtiger Aspekt beim Smartphone-Kauf ist natürlich auch die Akkulaufzeit, und diese soll sich im Gegensatz zum iPhone 10 um 30 bzw. 90 Minuten je nach Gerät, eben ob 10s oder 10s Max, gebessert haben, und das ist natürlich schon ein ordentliches Argument, wenn dann diese Zeiten auch wirklich eingehalten werden können, denn 30 Minuten sind immerhin 30 Minuten und anderthalb Stunden ist schon eine enorme Menge, wenn man so über den Tag verteilt sein Gerät eben benutzt, und dementsprechend könnte, wenn dann diese Akkulaufzeiten stimmen, das ein sehr gutes Argument für die neuen Geräte sein. Das nächste Argument ist eher relativ schwach, außer man möchte eben speziell aus diesem Grund das neue Gerät haben, und zwar die Farbe. Wir haben jetzt ein goldenes Modell, das wurde ja im letzten Jahr bereits mehr oder weniger geleakt, dass es das gibt, dann gab es das doch nicht, weil es irgendwie Probleme in der Herstellung gab. Dieses Jahr gibt es ein neues Gold, was Apple auch sehr schön bewirbt. Wenn man eben extra deswegen sich letztes Jahr kein iPhone 10 geholt hat und eben die goldene Version haben möchte, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das Ganze in Gold kaufen zu können. Auch Face ID hat ein kleines Update bekommen, zwar haben sie es nicht Face ID 2.0 genannt, wie damals mit Touch ID, aber Face ID soll insgesamt besser, sicherer und schneller geworden sein. Wie sich das dann auf den Alltag auswirkt, ist schwierig einzuschätzen, weil iOS selber sozusagen dafür zuständig ist, dass Face ID langsam ist, weil man eben das Gerät noch hochziehen muss, also diese Touch- bzw. Swipe-Geste noch zusätzlich machen muss, um eben das Gerät zu entsperren. Face ID an sich ist eigentlich jetzt bei meinem iPhone 10 schon sehr akkurat und sehr schnell. Es dauert eben, das Gerät noch hoch zu swipen und so weiter. Also die Animation macht das Ganze eigentlich langsam und nicht Face ID an sich. Aber grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn man jetzt ein sichereres Face ID hat. Ein weiterer Punkt ist, dass das iPhone 10s und 10s Max ausgereifter ist als das iPhone 10. Wir haben eben ein Jahr vergangen. Apple konnte ein bisschen reflektieren, was für Fehler denn beim iPhone 10 gemacht wurden, und konnte diese zum Teil ein bisschen anpassen. Ähnlich ist das natürlich mit jedem neuen Modell. Man sagt ja immer, die ersten Modelle einer neuen Generation sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das war zum Beispiel mit dem MacBook 2016 so. Dort gab es ja enorme Probleme,
Und dementsprechend ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, dieses iPhone 10 ausgelassen zu haben und jetzt eben auf das ausgereiftere Modell iPhone 10s und 10s Max umzusteigen. Das letzte Argument ist iOS 12 und dieses zählt natürlich nur, wenn man ein wirklich sehr altes iPhone hat, wie zum Beispiel ein iPhone 5, was ja durchaus möglich ist, weil diese Geräte immer noch ohne Probleme funktionieren, aber eben kein iOS 12 Update mehr bekommen. Und wenn man dann sagt, man möchte gerne die Vorteile von iOS 12 genießen und wieder ein schnelles Gerät haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt eben umzusteigen. Ob es dann zwingend ein iPhone 10s oder 10s Max bei diesen Preisen sein muss, ist natürlich fragwürdig, aber iOS 12 kann auf jeden Fall auch ein Grund dafür sein, dass man eben auf dieses neue Modell umsteigen möchte. Das waren dann aber auch diese 10 Gründe für das iPhone 10s und 10s Max. Wie gesagt, die Gründe sind zum Teil sehr subjektiv. Es kommt immer darauf an, was man denn benötigt, welches Gerät, welche Gerätegröße, wie viel Speicher, welche Farbe und so weiter. Das ist natürlich alles sehr persönlich, was man denn im Endeffekt braucht. Aber ich denke, diese Argumente können schon einige von euch nachvollziehen und vielleicht hat es ja dem einen oder anderen auch bei der Kaufentscheidung geholfen. Wie gesagt, wenn ihr noch ein paar Gründe gegen dieses iPhone haben möchtet, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Ich habe, wie gesagt, gleichzeitig beide Videos hochgeladen und dort könnt ihr dann nochmal Gründe gegen das iPhone 10s und 10s Max sehen. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Gründe ihr für oder gegen die neuen iPhones habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!